Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Arena Battle 2. Und heute schauen wir uns, ja, einen der letzten Kämpfe eventuell von Ziel an, vielleicht auch den letzten Kampf, denn Stefano ist der letzte Herausforderer. Wir hatten es ja zuletzt schon in der Gesteinsarena mit Divi als letzten Herausforderer, in der Geisterarena von Shaq mit Yuri als letzten Herausforderer und heute haben wir die Psycho-Arena von Ziel mit Stefano als letzten Herausforderer. Von daher bin ich mal sehr gespannt. Stefano tritt hier auf jeden Fall mit einem, ja, doch eher stylischen Team an, würde ich sagen. Wir sehen ein Volbeat, was sehr interessant ist. Ein Ordoch, gut, das ist eher tanky, eher ein bisschen langweilig, ne, weil es offensiv nicht viel kann und defensiv einfach ultra bulky ist, ist ein bisschen nervig. Aber dafür haben wir auch wieder das hyperoffensive Blitzer, ein Flunkiefer, möglicherweise in der Megaform. Wäre ich mir aber gar nicht so sicher, denn Golking und Eropterix sind auch mit dabei und die sieht man nicht allzu häufig. Ziel hingegen hat sein sehr, sehr starkes Team mit dabei, von daher wird das für Stefano doch eine ganz schöne Hürde werden, dieses Match zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir springen rein und schauen einfach mal, wie das mit diesem Kämpfchen hier so ausgehen wird. Let's go, Mario. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das auch das letzte Kämpfchen in der Psycho-Arena werden wird oder ob Stefano tatsächlich verlieren wird und dann vielleicht noch einen Versuch Nummer 2 angehen wird. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir sehen auf jeden Fall Galagladi auf Seiten von Ziel gegen Eropterix auf Seiten von Stefano. Und damit ist Eropterix, glaube ich, schon das bessere Pokémon. Denn es wird Galagladi outspeeden und es wird Galagladi ordentlich Schaden drücken. Aber Lamus ist eine sehr gute Möglichkeit. Und hier kommt direkt Akrobatik. Ich habe nicht gesehen, oder wir haben nicht gesehen, ob Eropterix kein Item trägt. Und die Akrobatik macht gegen ein sehr, sehr defensives Lamus schon sehr guten Schaden. Und jetzt kommt die Kehrtwende. Macht ebenfalls guten Schaden, aber wir sehen schon Bollenhemmschaden, Bollenhemmschaden und das ist bei Eropterix tatsächlich relevant, denn wenn das Ding unter die Hälfte der KP fällt, dann verliert es einfach mal die Hälfte seines Angriffswerts und das wäre nicht so geil. Jetzt kommt allerdings durch die Kehrtwende Voltvieh rein und das kann Lamus, glaube ich, schon extrem gut unter Druck setzen, deswegen switcht das Ding auch raus, Siedewasser hat es gut getankt und jetzt kommt Hypno rein, was mit der Offensivweste oder ohne Offensivweste, I don't know, schon sehr viel erreichen kann. Aber Blitzer droppt den Regentanz. Okay. Kann es Donner? Also, das könnte man zum einen spielen, Donner. Und zum anderen wird es wahrscheinlich für Golking sein. Fisch kommt rein. Was, glaube ich, Wassertempo besitzen könnte, oder? Und dann gut outspeeden würde. Allerdings, was will es großartig machen gegen Lamus? Das ist die Frage. Aber interessant, seinen Blitzer hier für den Regen zu nutzen, den rauszuholen und jetzt ein sehr, sehr starkes Golking zu haben. Das mit Kaskade wahrscheinlich Unmengen an Schaden gegen Hypno droppen würde. Aber Hypno wird eben zurückgezogen und Lamus ist halt der beste Switch in der Reihe. Das muss aber auch sehr klar sein, deswegen wird wahrscheinlich ein Abschlag kommen. Ja, der kommt. Bam auf Lamus, der macht auch guten Schaden. Bollenhem ist damit weg. Fisch bekommt zwar etwas Schaden, wird auch noch Toxinschaden bekommen, aber wird weiterhin sehr gut Druck machen können und kann jetzt hier eigentlich auch problemlos auf einen weiteren Abschlag gehen, um Lamus herauszunehmen. Und Ziel wird sich nicht erlauben, hier nochmal zu wechseln, weil der Abschlag wird wehtun auf all seinen Pokémon und vor allem würden die dann ihr Item nochmal verlieren. Allerdings mit Lebenorb, mit Toxin, mit dem Beulenhelm hat Fisch auch nicht mehr so viel Power, um hier noch was zu machen. Und jetzt kommt Yami rein, das Necrozma, das die Prisma-Rüstung hat, ne? Ich weiß gar nicht, werden dadurch alle Hiebe nochmal abgefangen? Keine Ahnung. Viel Ender kommt auf jeden Fall und Holy macht das guten Schaden. Eieieiei. Aber jetzt auch der Schwächenschutz, der hier droppt. Und wahrscheinlich die Steinpolitur, Autotomie, die wir gesehen haben beim letzten Mal schon. Von daher plus 2, sowohl im Spezialangriff, Angriff, als auch in der Initiative und damit insgesamt um 6 Stufen gesteigert. Was natürlich die Dings sehr, sehr stark macht. Die, boah, Kraftvorrat heißt die Attacke. Ich kann es mir immer nicht merken vom Namen her. Kraftvorrat ist allerdings nicht sehr effektiv gegen Flunkiefer, von daher weiß ich nicht, ob es die beste Möglichkeit ist für Ziel, das jetzt rauszuholen. Zumal da eben auch ein Tiefschlag einfach kommen kann. Kommt aber nicht. Und hier kommen die Erdkräfte auf plus 2, dürften die reichen, oder? Mhm. Ja, ein Tiefschlag wäre das Beste gewesen, was er machen konnte. Aber wie erwartet, Fliege, verpiss dich, kein Mega-Flunkiefer. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das ein bisschen zu unstylisch tatsächlich noch für dieses Team wäre. Jetzt kommt der Kraftvorrat und der macht gegen Joy fast alles an Damage.
Holy shit. Und der Abschlag von Ordoch, also tatsächlich ein offensives Ordoch, wie es scheint, zumindest so ein bisschen, reicht nicht aus. 4 KP hat Yami noch und kann daher jetzt auch Ordoch rausnehmen mit den Erdkräften. Wahrscheinlich geht er hier nicht auf Kraftvorrat, weil da potenziell ein Unlicht-Pokémon noch sein könnte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was sich noch im Team von Stefano verbirgt. Jetzt kommt auf jeden Fall Erster rein, der ganz und gar nicht Erster ist. Aber Volbeat ist es. Und Volbeat hat potenziell eine Prio mit Strolch und holt hier den Rückenwind raus, womit die nachfolgenden Pokémon eventuell outspeeden sollten. Kraftvorrat wird Volbeat einfach wegkatapultieren. Das war's mit diesem kleinen Ganoven. Und ja, jetzt hat Stefano nicht mehr so viele Pokémon, aber der Rückenwind ist aktiv. Von daher, Volfi wird auf jeden Fall Yami outspeeden. Und wird das zumindest schon mal rausnehmen. Und dann bleiben noch 2 weitere Rückenwindrunden, meine ich, ne? Aber Blitzer ist ohnehin sehr, sehr schnell. Von daher ist es nicht so relevant. Und jetzt kommt Hypno rein, was mindestens 2 Attacken von Blitzer tanken wird. Von daher, ja, wäre ein Wechsel schon fast notwendig. Ich weiß allerdings nicht, was das letzte Pokémon ist, das sich da noch verbirgt in Stefanos Team. Psychoschock wird guten Schaden machen, weil es auf die physische Verteidigung geht. Könnte sogar reichen. Reicht nicht ganz, okay. Aber der nächste Spukball von Blitzer wird ebenfalls nicht reichen. Könnte Hypno aber insofern andamagen, dass das letzte Pokémon, je nachdem was es ist, vielleicht an Hypno vorbeikommt und vielleicht auch an den anderen Pokémon vorbeikommt. Bin ich mir aber nicht sehr sicher. Hypno geht abermals auf den Psychoschock und das dürfte es für Blitzer gewesen sein. So ist es. Und dann bleibt nur noch ein letztes Pokémon übrig. Und das ist... Ah, Spannung, Spannung, Spannung. Es sieht sehr gut aus für Ziel. Es wird Prototyp sein. Und Prototyp ist Aerobterix. Und Lamus ist down. Aerobterix kann potenziell noch einiges machen. Hypno geht down. Sofern Ziel aber noch eine Prio hat. Und die hat er mit Metagross, glaube ich, und dem Patronenhieb. Und auch ohne Patronenhieb würde Aerobterix hier, glaube ich, nur sehr schwer vorbeikommen. Dann haut es auf jeden Fall schon unter 50%. Mit dem Patronenhieb wird er wahrscheinlich sogar töten. Ja. Und wenn es unter 50% wäre, hätte es nur noch halbierten Angriff gehabt, wie gesagt. Und dann wäre Aerobterix auch fürs restliche Team keine Gefahr mehr gewesen. So verliert Stefano hier gegen Ziel. Und das bedeutet, wir können uns auf ein weiteres Battle zwischen diesen beiden Herausforderer und Leiter, denke ich mal, freuen. Ja, Zielsteam einfach sehr, sehr stark, sehr, sehr solide. Und das Necrozma-Set gefällt mir wirklich, wirklich gut. Weil es geht einmal auf Autotomie und danach ist er wirklich super offensiv und beschleunigt das Spiel sehr, sehr stark. Und hat jetzt hier auch wieder gut was gerissen. Aber ich fand auch cool, Golking mal mit im Regentanz zu sehen. Hat auch sehr, sehr beeindruckenden Schaden gemacht. Walband war es ja nicht, was? Lehmorb? Lehmorb hatten wir gesehen, ne? Das hat immer Schaden gefressen. Ordoch und Volbeat haben wir nicht so viel von gesehen. Flunkiefer auch gar nichts. Das waren so 3 Pokémon, die nicht viel ausgerichtet haben. Wobei der Rückenwind von Volbeat durchaus schon sehr, sehr wichtig war, um mit Blitzer zumindest Necrozma noch outspeeden zu können. Ansonsten wäre Necrozma wahrscheinlich unstoppable gewesen. Ja, schönes erstes Duellchen für den heutigen Tag. Leider kein Orden für Stefano. Ich weiß gar nicht, wie viele Orden Stefano aktuell schon hat. Da bin ich mir gar nicht so sicher, Leute. Hat er schon 7? Könnte sein, oder? Ne, 6 hat er. 6 hat er und 6 Siege. Ohne Niederlage. Jetzt seine erste Niederlage. Aber meiner Meinung nach macht das überhaupt nichts, denn das war ein sehr cooles, stylisches Team. Und mal sehen, ob wir im zweiten Match dann ebenfalls einen Golking zu sehen bekommen. Guti, wir springen rein in Kampf Nummer 2 für heute. Und weiter geht es mit einem Kampf von Hudel, der jetzt wieder im Einzelkampf unterwegs ist und hier sein Bizarro-Raumteam, glaube ich, mitbringt. Mit Zedlong unter anderem, mit seinem Bauchtrommel Relaxo, glaube ich, war es, ne? Meluetta, Farbigel, Porygon 2 und Ordoch. Und er muss heute gegen Ninja Rage D antreten, der hier sein Team so ein bisschen umstrukturiert hat, ein paar neue Kandidaten mit dabei hat und vor allem sehen wir hier auf jeden Fall ordentlich Power, die gegen Hudel funktionieren soll. Und meines Erachtens ist das ein Team, das auf jeden Fall dem von Hudel überlegen zu sein scheint. Zumal der Bizarro-Raum gegen einen Meistergriff beispielsweise oder einen Magnezone auch gar nicht so scheiße oder gar nicht so gut ist, ne? Weil die natürlich auch arschlangsam sind. Aber wenn Voltula das Klebenetz legt, ne, dann weiß man nie, weiß man nie. Okay, wir sehen auf jeden Fall ein Zoroark, das als Kikli getarnt ist. Und da kommen wir auch schon
schon zu Kikli, was sehr viel Druck machen kann nach der Entlastung, weil, ja, Senlong ist dann down, Porygon 2 könnte auch down sein, Relaxo ist down, Meloetta könnte down sein, Farbigel würde auch down sein, ohne den Fokusgurt. Ordoch ist auch nur reines Normal-Pokémon, ne, von daher auch das sehr, sehr gefährdet. Meistergriff ebenfalls ein Pokémon, das sehr lange am Leben bleiben kann durch den Ableithieb und unglaublichen Druck aufbaut. Impelgator, das sich potenziell aufsetzen kann und ebenfalls mit Wasserattacken gegen alles neutralen Schaden macht, außer gegen Senlong, wo es allerdings den Eisheap dann hat. Magneson wahrscheinlich mit dabei für Togekiss, weil mit Lichtkanone, mit Elektroattacken, Elektroattacken natürlich gegen alle Flug-Normal-Pokémon sehr, sehr gut ebenfalls, wie Voltula, das hier wahrscheinlich schnelle Pokémon, wie zum Beispiel Schlappohr, ausbremsen soll. Von daher ein sehr, sehr starkes Team von Ninja HD und damit sicherlich nicht die allerschlechtesten Chancen gegen Rudel, um hier seinen 7. Orden zu holen. Ninja ja auch noch bei uns in der Arena mit dabei. Ich glaube zumindest, dass es jetzt um seinen 7. Orden geht, würde ich mir so denken, oder? Genau. Auch in unserer Arena noch mit dabei, von daher, da müssen wir uns noch auf einiges gefasst machen, zumal er nicht der allerschlechteste Spieler ist. So, wir springen rein in den Kampf. Zuletzt haben wir bei Rudel ja einen Doppelkampf gesehen, in dem Pandya ordentlich glänzen konnte. Heute muss Rudel allerdings ohne seinen Gott bestehen und mal sehen, ob er das dann auch schaffen wird. So, wir sehen Teletubby, also Ordoch, und auf der Gegnerseite sehen wir das Zoroark, das als Kikli getarnt ist. Okay, und das könnte schon ordentlich Druck machen. Zoroark natürlich nicht schlecht, ne, auch gegen das Ditto, was Rudel ja gerne mal mit dabei hat, hat er heute aber nicht mit dabei. Und Ordoch geht jetzt in die Mega-Entwicklung und Kikli wird wahrscheinlich direkt auf den Mogelhieb gehen. Auf den... Ach ja, klar, das ist, ich habe schon wieder direkt vergessen, dass es ein Zoroark ist. Geht auf den Fokusstoß und macht echt nicht wenig Damage. Dafür, dass es neutraler Schaden ist, ist das mehr als in Ordnung. Hätte aber auch den Turmkick von einem Kikli überlebt. Und mit dem Wunschtraum macht Rudel sich da überhaupt nicht das Leben schwer, sondern sagt einfach, jo, ich fresse halt ein bisschen Schaden, ich werde das schon ganz gut tanken. Und mit dem Wunschtraum bleibe ich dann halt einfach easy peasy fit. Deswegen switcht Erasmo aka Zoroark jetzt raus. Ist jetzt angeschlagen, wodurch es sehr leicht enttarnt werden kann, wenn nicht ein anderes Pokémon ähnlich viel Damage bekommt. Teletubby weiß ganz genau, jo, das Ding wird jetzt wahrscheinlich raus switchen. Ich muss mir keine Sorgen machen, es kann mir eh nicht so viel. Ich gehe einfach auf den Bizarro-Raum und bin dann wieder komplett fit. Das heißt, bisher sieht es für Rudel sehr, sehr gut aus. Und Teletubby outspeelt jetzt und geht auf die Schallwelle, die aber nur normal effektiv ist, ne? Von daher bringt das nicht so viel. Der Ableithieb wird ebenfalls guten Damage machen. Und von daher sind da ein paar KP auch direkt wieder zurück. Interessant ist, dass Meistergriff hier ohne Heiß Orb gespielt wird. Das bedeutet, Adrenalinboost bekommt es nicht. Und ich weiß nicht, ob Ableithieb von Eisenfaust noch gestärkt wird. I don't know. Keine Ahnung. Jetzt kommt auf jeden Fall der Eisheap. Eventuell, weil... Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach nur wegen dem Freeze oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Jetzt ist Rudel tatsächlich auf Toxin gegangen, was Adrenalin hätte triggern können. Weil mein Meistergriff spiele ich auch sehr gerne mit Offensivweste plus Adrenalin. Und wenn Rudel das Ding hier pusht mit Toxin, ich weiß nicht, ob das die klügste aller Wahlen ist. Aber da Meistergriff jetzt rausgeswitcht wird, wird es sehr wahrscheinlich kein Adrenalin besitzen. Und ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Vielleicht schon, ne? Aber so zeigt er auf jeden Fall Rudel, jo, ich besitze kein Adrenalin. Und dann bleibt nur Eisenfaust. Und was ist die dritte Fähigkeit? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Die dritte Fähigkeit war auch nicht schlecht. Aber ich habe sie komplett vergessen gerade. Ja, Magneson reingeswitcht ist auch eine gute Möglichkeit gegen Ordoch, weil man da natürlich mit einer Lichtkanone sehr, sehr guten Schaden drücken kann. Aber Ordoch kann einfach rausswitchen auf Meloetta. Meloetta tankt das sehr gut und ist dann durch den Wunschtraum auch wieder fit und kann natürlich mit einer Kampfattacke gut zurückschlagen. Deswegen kommt jetzt Erasmo rein, was abermals das Zoroark ist, wie wir hier sehen. Was gefährlich ist, weil, ja, keine Ahnung, ein Fokusstoß hätte ein Zoroark auch nicht so gut getankt. Der kommt jetzt und dann war es das sicherlich mit dem kleinen Ding auch. Ich weiß nicht, ob man das nicht hätte besser tanken können. Also, I don't know, I don't know, I don't know. Zoroark geht jedenfalls down, hätte noch ein wichtiges Pokémon sein können, wobei jetzt, wo es angeschlagen war, wäre es schon jederzeit enttarnt worden. Und damit geht Rudel in Führung und bringt jetzt Magneson erneut rein. Da frage ich mich, warum dann der Wechsel auf Zoroark? Warum? Ja, Fokusstoß kommt. Hat das Ding Robustheit? Nö. Hä? Warum dann Magneson jetzt reinschicken? Ich meine, Voltula wäre ja zum Beispiel viel besser gewesen. Ja, und das kommt jetzt auch.
Also Magnus, also Zoroark war schon, hä? Aber Magnuson war halt komplett weggeworfen. Und Magnuson kann wirklich sehr, sehr krassen Schaden raushauen. Ich gehe mal davon aus, dass du das hier mit Analyse gespielt hast, weil es ja keine Robustheit hatte. Demzufolge, ma, ob das optimal war, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Jetzt kommt das Käfergebrumm von Voltula, was gegen Daffy Duck natürlich nicht mehr so viel macht. Und Daffy Duck ist jetzt auch auf plus 1. Und es kommt jetzt auch kein Voltwechsel, um nochmal ein bisschen Schaden zu machen, sondern direkt der harte Wechsel auf Kikli. Okidoki. Ja, die Dimensionen sind jetzt wieder normal. Das heißt, Kikli würde jetzt outspeeden und ich würde jetzt auch nicht auf den Mogelhieb gehen, sondern instant auf den Turmkick. Ansonsten kommt Teletubby rein. Wird ein Mogelhieb und ein Turmkick tanken. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Von daher auch das nicht optimal gemacht. Doppelter Turmkick wäre deutlich effizienter gewesen. Der Patronenhieb, der ist aber deutlich schwächer als ein... Also jetzt driftet das Duell echt in den Bereich ab, wo die Fehler sich sehr, sehr krass häufen. Und Erasmo bleibt einfach drin. Es wirkt so, als wäre der Kampf hier schon aufgegeben worden. Jetzt kommt der Nahkampf, der halt viel stärker ist, aber auch nicht viel bringt. Und das ist ja eigentlich klar. Aber ich glaube, der Gegner möchte jetzt hier nicht mehr rauswechseln. Weil er eben schon, ja, ordentlich, weil er halt die Entlastung intus hat und die jetzt nicht wieder hergeben möchte, aber die Entlastung wäre beispielsweise gegen Porygon nicht so wichtig gewesen und gegen andere Normal-Pokémon auch nicht, weil die nicht so krass schnell sind. Ja, jetzt kommt Impregnator rein, könnte sich jetzt mal aufsetzen, dafür sollte die Zeit auf jeden Fall da sein, zumal Ordoch jetzt erstmal auf den Wunschtraum geht. Toxin wäre hier, glaube ich, sicherer gewesen, um dem Impregnator so ein bisschen den Timer reinzudrücken. Aber der kommt nicht. Der Toxin kommt erstmal noch nicht. Von daher kann Impregnator jetzt auf einen weiteren Drachentanz gehen. Und die Schallwelle wird nicht so viel Schaden machen, oder? Also ist schon nicht wenig Schaden, aber jetzt auch nicht ultra viel. So, und jetzt ist Impregnator auf plus 2. Jetzt wirkt der Wunschtraum. Und jetzt würde ich, glaube ich, auch einfach mal auf die Kaskade gehen, um zu gucken, wie viel Damage dann der Angriff so macht. Zumal der Bizarro-Raum jetzt auch wieder down ist. Wobei Teletubby den sehr wahrscheinlich jetzt wieder rausholen wird, den Bizarro-Raum. Und dann bringt halt der Push nicht mehr ganz so viel. Es hat genau die Hälfte gemacht, erstaunlicherweise. Genau 105 KP. Ja, Bizarro-Raum ist wieder draußen für weitere 5 Runden. Und das kann sehr, sehr nervig sein. Denn jetzt kommt nochmal die Schallwelle, womit Ordoch sehr gut Druck macht. Denn es könnte sein, dass Impregnator nochmal auf einen weiteren Drachentanz gehen möchte. Geht's hier nicht. Nimm Teletubby raus. Ist immerhin ein Pokémon. Aber durch den Drachentanz ist es halt gerade auf minus 2 sozusagen im Bizarro-Raum. Wodurch Stalin ohne Probleme outspeeden wird. Und hier ebenfalls auf die Schallwelle drückt. Und dann war es das auch mit Impregnator. Und es bleiben nur noch 2 Pokémon übrig. Darunter Meistergriff, was wirklich noch sehr, sehr gut funktionieren kann. Besonders dann, wenn es eine Offensivweste hat. Denn dann kann man hier easy peasy auf den Ableithieb drücken. Und dann kann dieses Meistergriff auch noch eine große, große Gefahr werden. Schallwelle kommt. Mal sehen, wie viel Damage das macht. Der Schaden ist gut, aber er reicht nicht aus. Warum denn Eisheap? Ja, es ist gefreezed, es ist trotzdem ein Fehler gewesen. Weil Ableithieb hätte gereicht und du wärst wieder bei guten KP gewesen. Und ja, jetzt taut Stalin auf und... Also war auch nur irgendein Pokémon in Rudels Team, wo der Icy besser gewesen wäre? Ich verstehe nicht so ganz, was du hier spielst, Ninja. Leider nicht, leider nicht. Leider nicht. Das war's mit Stalin. Okay, Voltula nimmt das hier noch raus. War Bizarro-Raum zu Ende scheinbar, ne? Ja, und jetzt kommt Vincent rein, das Farbigel. Okay. Interessant. Donner kommt und trifft. Wird ihn auf den Fokus gut runterhauen. Was will Farbigel jetzt noch machen? Ist die Frage. Überlebt sogar. Holt nochmal den Bizarro-Raum raus. Ja, braucht man eventuell gegen Voltula. Voltula kann eventuell schon ein bisschen Druck machen. Wobei, nee, Ordoch ist down, ne? So, jetzt kommen die Pilzspore nochmal, okay. Damit schläft Arachni. Und jetzt kann im Prinzip schon relativ safe auf irgendein Pokémon geswitcht werden. Nehme ich mal an. Aber Vincent bleibt drin. Ah, geht auf die Abgangstirade, okay. Und senkt den Angriff hier nochmal um eine Stufe. Okay. Und geht jetzt raus auf...
auf Daffy Duck. Ja, und Daffy Duck sollte überhaupt kein Problem bekommen, gegen Voltula tanken zu können und überhaupt kein Problem bekommen, dieses Ding jetzt hier rauszunehmen. So, Arachni schläft tief und fest und dann war es das eigentlich mit diesem Kampf theoretisch. Triplette kommt. Arachni hat sogar noch volle KP. Stimmt, hat noch gar keinen Schaden bekommen, ne? Klar. Ja, da kommt der Donner nochmal, aber dann wird es halt in der nächsten Runde auf jeden Fall töten. Daffy Duck bekommt die Para nochmal. Vielleicht hat er jetzt ganz viel Glück und bekommt eine Full-Para nach der anderen. Full-Para Nummer 1. Die bekommt man aber häufig, finde ich. Und Donner Mist. Wow, Donner Mist. Das ist mies. Ansonsten hätte das vielleicht sogar klappen können. Jetzt kommt Käfergebrumm. Ist Donner schon leer oder will er Donner noch aufbewahren? Weiß ich nicht. Senkt auf jeden Fall die Spezialverteidigung. Okay, not bad. Und noch eine Full-Para. Okay, jetzt wird es interessant hier mit Voltula. Nochmal Käfergebrumm. Jetzt wird Donner besser, oder? Jetzt hätte Donner ordentlich... Wobei, vielleicht hat er Hexaplaga. Aber nee, dann würde er kein Donner spielen, oder? Wobei der Donner gemisst hat. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und nochmal die Full-Para. Die dritte in Folge. Eieiei. Und Käfergebrumm reicht nicht. Also spätestens jetzt hätte der Donner kommen müssen, um sicher zu gehen. Um noch hier eine minimale Chance zu bekommen. Und damit gewinnt Rudel mit 3-0 oder so. Ich weiß es nicht genau, aber ich muss auch sagen, Ninja, den Orden hättest du wirklich nicht verdient. Also ich weiß nicht, ich habe nicht ganz verstanden, ich habe dich wirklich als guten Trainer in Erinnerung, aber hier hast du so viele komische Fehler gemacht, die ich nicht nachvollziehen kann. Hm. Mit Meistergriff auf Eishieb. Es hätte gegen nichts, gegen kein einziges Pokémon mehr gebracht. Gegen alle Pokémon wäre der Ableit-Hieb besser gewesen. Verstehe ich nicht. Magneson rein zu switchen. Verstehe ich nicht. Und zu opfern. Zorak, okay, vielleicht musstest du irgendwas opfern. Kann ich nachvollziehen, dass man da irgendwas abwerfen muss. Aber das muss zum nächsten Mal ein bisschen besser werden. Sonst wird es ziemlich schwierig, diesen Orden zu holen. Auch mit angepasstem Team ist das definitiv kein Selbstläufer, wie dieser Kampf bewiesen hat. Von daher, weiter dran arbeiten und dann wird das sicherlich was mit dem Harmonie-Orden. Aber gut, das soll es für heute gewesen sein. Ja, tatsächlich zwei Siege unserer Leiter, zweimal nochmal den Orden verteidigt. Not bad. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich weiß gar nicht, was es beim nächsten Mal gibt. Ich glaube, beim nächsten Mal gibt es noch keinen Liga-Run, ne? Ich glaube, Part 180 ist es der übernächste Part. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Seid wie immer gespannt drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.